In diesem Video helfen wir Ihnen mit dem Einstieg in die ULUX ETS Datenbank. Wir stellen Ihnen die simple und übersichtliche Oberfläche vor. Außerdem lernen Sie in 4 einfachen Schritten, wie Sie die Grundeinstellungen des ULUX Switch an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der ULUX Switch wird direkt in der ETS konfiguriert. Ein Plugin ist nicht erforderlich. Wir haben unser ULUX-Projekt bereits in der Datenbank geladen und befinden uns nun auf der Einleitungsseite. Hier erleichtert uns ein umfassender Hilfetext den schnellen Einstieg in die ETS. Als ersten Schritt legen Sie auf der Seite Allgemeines den Modus fest, in dem Sie Ihr Projekt bearbeiten möchten. Sie können zwischen 3 verschiedenen Modi wählen. Der Unterschied zwischen den 3 Bearbeitungsmodi liegt in den individuellen Einstellungsmöglichkeiten. Wir empfehlen Ihnen, mit dem Einsteigermodus zu starten. Nachdem Sie sich mit den Basisfunktionen vertraut gemacht haben, wechseln Sie in den nächsten Modus. So lernen Sie den kompletten Funktionsumfang der ULUX ETS Datenbank Schritt für Schritt kennen. Im zweiten Schritt entscheiden Sie sich für ein Design auf Ihrem ULUX Switch. Es gibt 3 Standard-Design-Bibliotheken. Hier sehen Sie bereits die Vorschau zur Bibliothek YoungStyle. Je nach Geschmack können Sie sich aber auch für eine andere Bibliothek entscheiden. Den Navigationstasten unten weisen Sie anhand des Dropdown-Menüs eine LED-Farbe zu. Jetzt konfigurieren Sie den ULUX Switch mit den gewählten Einstellungen oben im Menü unter Programmieren. Partiell. Wenige Sekunden später sehen Sie das gewählte Design sowie die LED-Beleuchtung auf Ihrem ULUX-Switch. Ihre Auswahl können Sie später jederzeit ändern. Im dritten Schritt legen Sie auf der Seite Display fest, wie lange das Display aktiv bleiben soll. Nach dieser Zeit wechselt es automatisch in den Standby-Modus. Der vierte Schritt. Angenommen, Sie nähern sich dem ULUX-Switch, während dieser im Standby-Modus ist. Damit aktivieren Sie den Näherungssensor. Dieser kann verschiedene Aktionen auslösen. Welche das sind, definieren Sie ganz individuell auf der Seite Näherungssensor. Neben Szenen erstellen können Sie auch dimmen oder schalten. Die wichtigsten Grundeinstellungen haben Sie mit diesen 4 Schritten nun definiert. Haben Sie vielleicht noch ein Add-on am Schalter angeschlossen? Dann konfigurieren wir das jetzt noch über die Seite Add-ons. Alle Add-ons von ULUX sind mit unserem KNX-Schalter kombinierbar und ersparen den Einsatz von zusätzlichen Sensoren. Wählen Sie Ihr verwendetes Add-on aus und definieren Sie anschließend die erforderlichen Einstellungen. In nur 4 Schritten haben wir nun die sehr einfache Bedienoberfläche der ULUX ETS Datenbank kennengelernt und die Grundeinstellungen des Schalters individuell festgelegt. Außerdem haben wir das verwendete Add-on konfiguriert. In unserem nächsten Video lernen Sie die Menüstruktur kennen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den ULUX Switch mit individuellen Funktionen belegen. Sollten Sie bis dahin Fragen haben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.